Das war ja. nicht Dafür bin ich doch da. Okay. Ich begrüße Sie recht herzlich, freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist schön, das ist ein hochspannendes Thema. Erster Vortrag von Law After Lunch in diesem Semester. Kurzer Hinweis, wir haben eine Reihe von weiteren Vorträgen. Gleich der nächste, das sei schon vorweggeschickt, wird sicherlich ein weiteres Highlight oder das Highlight, je nachdem, was der Vortrag ist, war. Am 26.11. ein Kollege aus Leipzig, Amerikanist, der aus, sagen wir mal, politikwissenschaftlicher Perspektive die TTIP-Debatte nicht im Detail aus wirtschaftsrechtlicher oder wirtschaftspolitischer Perspektive, sondern auf das deutsch-amerikanische Verhältnis bezogen analysieren wird, also mal eine andere Perspektive, als man sie vielleicht sonst in der öffentlichen Darstellung kennt. Wir wollen uns auch heute mit einem Teilaspekt aus der berüchtigten TTIP-Debatte beschäftigen, nämlich dem ganz aktuellen Vorschlag der EU-Kommission zur Schaffung eines Emissionsgerichtshofes. Dass Sie mich doppelt sehen, sozusagen, ist technisch bedingt. Wir hatten ein kleines Serverproblem, lassen sich davon nicht stören. So wie hier sieht man das auch live gerade im Internet. Um was es geht, geht zurück auf einen der zentralen Kritikpunkte in der Debatte über die Schaffung eines transatlantischen Investitions- und Handelsabkommens, nämlich die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit. Die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, die zu dem zentralen Kritikpunkt und Anknüpfungspunkt für eine breit gestreute öffentliche Debatte und Diskussion ist, das wissen Sie. Wir hatten in Berlin, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, am 10. Oktober die größte Demonstration seit vielen, vielen Jahren, die sich zentral fokussierte eben auf unser Thema heute. Und hierzu gibt es ganz neue aktuelle Entwicklungen, die wir diskutieren wollen. Ich will sie juristisch Ihnen vorstellen. Wir können gerne in der Diskussion auch über die rechtspolitischen und ansonsten ordnungspolitischen Implikationen sprechen. Aber zunächst einmal denke ich, ist es wichtig, gerade in einem akademischen Umfeld, dass wir uns nüchtern mit dem, was vorgelegt wurde, auseinandersetzen. Wobei man vorausschicken muss, es ist sicherlich interessant zu beobachten, ganz egal, wie man zu Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, zu TTIP insgesamt steht, dass wir eine faszinierende, auch rechtspolitische Entwicklung haben, einer Politik, die sich offensichtlich an die Wand gedrängt fühlt, das muss man sagen, ob zu Recht oder Unrecht, will ich gar nicht bewerten, das muss jeder selbst entscheiden, aber wir sehen mittlerweile politische Aktivitäten, die nicht mehr aus der Sachrationalität her erfolgen, sondern als Reaktion auf einen, ob berechtigt oder unberechtigt, öffentlichen Protest erfolgen. In diesem Kontext, wie gesagt, ich will das gar nicht bewerten, müssen wir auch die vorliegenden Vorschläge sehen und dann auch bewerten. Dazu kommen wir am Ende zurück. Worum geht es ganz kurz? Ich werde zunächst eine Einleitung geben, ganz allgemein, dann auch in den Investitionsschutz nochmal kurz, um dann die konkreten Vorschläge, die zur Diskussion stehen, zu erörtern. Seit Juni 2013 verhandeln die USA und die Europäische Union über die berühmte Transatlantic Trade Investment Partnership, TTIP. Das hat ab Ende 2013, ab 2014 dann zu intensiven öffentlichen Debatten auch geführt, insbesondere über den Investitionsschutz. Die Kommission hat das zum Anlass genommen, eine öffentliche Konsultation zum Investitionsschutz in TTIP durchzuführen. Man muss hierbei wissen, dass parallel zu den Verhandlungen mit den USA, die sehr am Anfang immer noch sind, wir zwei große Handelsabkommen bereits abgeschlossen haben, die vollumfängliche Investitionsschutzkapitel enthalten, nämlich das Abkommen mit Singapur und das Abkommen mit Kanada. Beide sind zwar völkerrechtlich noch nicht in Kraft getreten, aber die Texte als solche sind autorisiert und sie enthalten klassische Investitionsschutzkapitel, so wie sie, wir werden es gleich noch sehen, über 3000 andere Verträge auf dieser Welt auch enthalten. Beide, und wir verhandeln, die Europäische Union verhandelt mit Japan und China und anderen Staaten über entsprechende Abkommen. Die Abkommen mit Kanada und mit Singapur, die als Text eben vorliegen, haben keine bzw. kaum Aufmerksamkeit erfahren. Zu Singapur wird überhaupt nicht diskutiert.
Kanada hat ein wenig öffentliche Debatte erfahren. Es fokussiert sich auf TTIP, die Verhandlungen mit den USA. Die öffentlichen Konsultationen, die die Kommission angestrengt hat, sind nicht ungewöhnlich. Die Kommission macht das immer wieder in legislativen Vorhaben. Das, was außergewöhnlich war, war die Anzahl der Reaktionen, 150.000 Antworten online. Das ist die in der gesamten Geschichte der Europäischen Union größte Anzahl von Antworten auf eine öffentliche Konsultation, eine Beteiligung einer öffentlichen Konsultation, die wir hier hatten. Davon allerdings, das muss man einfach wissen, jeder kann das selbst bewerten, sind 97% automatisierte Antworten über Server gewesen, über Plattformen, Internetplattformen, die NGOs, zwar zwei, drei NGOs zur Verfügung gestellt hatten, dort lockte man sich ein und gab einfach nur an, ich lehne Investitionsschutz und TTIP ab. Und dann wurde es abgeschickt und so kommen dann die 145.000 Antworten von 150 zustande. Sie haben also substanziell keinen Eigengehalt, wenn man so will. Dessen ungeachtet hat das doch politisch Unruhe verursacht und es kam dann, das ist für unser Thema wichtig, im Februar 2015 zu einem Treffen der europäischen Sozialdemokraten, also Staats- und Regierungschefs sozialdemokratischer Regierungen europäischer Mitgliedstaaten. Und hier kam erstmals öffentlich sozusagen aus dem politischen Raum die Idee und die Forderung nach einem ständigen Investitionsgerichtshof auf. Das Problem kristallisierte sich zunehmend heraus, es wurde davon gesprochen, dass es hier um eine, dass Investitionsschiedsgerichtsbarkeit etwas Privates hinter verschlossenen Türen sei, das nicht adäquat sei, öffentliche Interessen wie Umweltschutz und anderes mehr sachangemessen zu behandeln. Dementsprechend war die Idee, wir brauchen ein besser legitimiertes Streitbeilegungssystem und hierzu bietet sich an ein ständiges Gerichtssystem im Gegensatz zu einer ad hoc strukturierten Schiedsgerichtsbarkeit zu etablieren. Ich habe mich selbst mit diesem Vorschlag auseinandergesetzt in einem Policy Paper bei uns auf der Homepage, wenn es Sie interessiert. Dort sind auch einige der Gedanken, die ich Ihnen heute vortragen werde, enthalten. Im Anfang Mai 2015 hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel dann den Auftrag gegeben und auch vorgestellt, ein Gutachten vom Kollegen Krajewski zu einem neuen Muster bilateralen Investitionsschutzvertrag. Das enthält erstmals als Vertragsentwurf vorgesehen ein ständiges Schiedsgerichtssystem oder einen ständigen Schiedsgerichtshof. Sehr unausgewogen, sehr schnell, das gibt der Autor auch selbst zu, mit heißer Feder gestrickt. Es ging damals darum, das liegt auf der Hand, dass der sozialdemokratische Wirtschaftsminister in der Folge dieser europäischen Absprache europäischer Sozialdemokraten einen Vorschlag auf den Tisch legt. Nicht mehr und nicht weniger ist auch sozusagen aus diesem Papier rauszuholen. Die Kommission hat dessen ungeachtet letztlich parallel gearbeitet. Im Mai 2015 hat sehr grob die Handelsministerin erste Leitlinien vorgestellt, wie ein reformierter Investitionsschutz das Streitbeilegungssystem aussehen könnte. Da war noch nicht viel daraus zu erlesen. Es ging aber schon in Richtung ständiges Gericht. Das Parlament, das Europäische Parlament, hat im Juli 2015 in einer Resolution deutlich gemacht, es wird keinem Handelsvertrag zustimmen, dass ein Investitionsschutzsystem im alten Stil, also so wie wir es bislang seit 1959 beziehungsweise dann seit den 1980er Jahren kennen, enthält. Punkt und kategorisch. Es ist zwar keine kategorische Ablehnung von Investitionsschutz-Rechtsschutzsystemen insgesamt, das soweit geht das Parlament nicht, aber es sagt nicht in der bislang bekannten Form. Und das war sozusagen, das spielt hier dann alles Hand in Hand und daraufhin hat dann konkret am 16. September 2015 die Handelskommissarin ihre konkreten, jetzt als Textvorschlag vorliegenden Ideen zu einem reformierten, zu einem neuen Investment Chapter in TTIP mit, und darüber wollen wir heute sprechen, einem Investment Court System, wie es genannt wird, vorgelegt. Der Vorschlag ist verfügbar auf der Homepage der Generaldirektion Handel und steht zur Diskussion. Es handelt sich im Augenblick um ein sogenanntes Non-Paper, also ein nicht existierendes Papier, obwohl offensichtlich ist
ist eben noch nicht offiziell den Vereinigten Staaten von Amerika als Handlungsvorschlag der Europäischen Union vorgelegt, sondern will zunächst mal in innereuropäischen Konsultationen dieses zur Diskussion stellen. Und wenn sich dann in diesem Konsultations- und auch durchaus Überarbeitungsprozess in absehbarer Zeit ein fertiges Papier sozusagen herauskristallisiert wird, man ist den Vereinigten Staaten als Verhandlungsvorschlag für die TTIP-Verhandlungen vorlegen. Das ist die Idee von Non-Papers. Das sind Papiere, die noch nicht offiziell existieren, aber jeder hat und soll sie auch haben zur bereits beginnenden Diskussion. Das Papier enthält den materiellen Investitionsschutz und den prozeduralen, die Streitbeilegung. Den materiellen, inhaltlichen wollen wir heute nicht behandeln, das können wir bei anderer Gelegenheit machen. Wir konzentrieren uns auf das Streitbeilegungssystem, das auch die weitreichendsten Änderungen enthält. Der materielle Investitionsschutz, der in diesem Papier sich findet, entspricht weitgehend dem, was Sie auch in CETA und in Singapur haben. Wie ich bereits genannt, es kam dann in der chronologischen Reihenfolge nochmal am 10. Oktober eben zu der Demonstration in Paris. Die Hauptkritikpunkte, das als Einleitung, die bislang vorgetragen wurden, sind das Investitionsschutz-Schiedsgerichtssystem, so wie es gegenwärtig existiert, ist nicht hinreichend transparent. Ihm fehlt die demokratische Legitimation. Es ist interessengeleitet, das heißt insbesondere getrieben von Anwälten aus Wirtschaftsinteressen heraus, nicht aber in einem öffentlichen Interesse. Es ist dementsprechend nicht neutral und objektiv, sondern geht zugunsten von Investoren zulasten von Staaten. Es handelt sich um private Schiedsgerichte, die über öffentliche Interessen urteilen. Vielleicht diesen einen Punkt vorweggenommen, denn er dominiert die Debatte. Es wird immer von privaten Schiedsgerichten, selbst von der Bundesregierung, gesprochen. Ja, Minister Gabriel hat immer wieder gesagt, es könne nicht sein, dass private Schiedsgerichte hier über öffentliche Interessen urteilen. Das müsse legitimiert sein. Es waren in aller juristischen Deutlichkeit nie private Schiedsgerichte, um die es hier geht. Ganz egal, ob man rechtspolitisch sonst dazu steht. Aber das definitiv ist sachlich falsch, denn es sind Schiedsgerichte, die auf der Basis als Rechtsgrundlage völkerrechtlicher Verträge, denen Parlamente zugestimmt haben, zur Ratifikation entschieden haben. Die private Schiedsgerichtsbarkeit im Sinne der Handelsschiedsgerichtsbarkeit ist etwas ganz anderes. Darum geht es nicht. Es geht hier um Schiedsgerichte auf völkerrechtlicher Grundlage. Die finden ihre Rechtsgrundlage nicht in einem privatrechtlichen Vertrag. Aber dessen ungeachtet ist es insgesamt das der Ausgangspunkt der Diskussion, die Anlass gibt, über einen Systemwechsel, über eine Reform oder gar einen Systemwechsel insgesamt nachzudenken. Und an der Stelle muss man natürlich über die Konsequenzen dann auch diskutieren. Das ist der Vorschlag vom 16. September, um den es geht. Ganz kurz zur Erinnerung für diejenigen, die in der Vorlesung internationales Wirtschaftsrecht sind, wir machen das heute Nachmittag noch ausführlicher, genau diesen Punkt auch. Das ist also eine kurze Vorwegnahme, auch nicht im Detail, dazu fehlt die Zeit. Wir unterscheiden im internationalen Investitionsbereich grundlegend zwischen zwei Arten von Rechtsbeziehungen. Die direkte Rechtsbeziehung zwischen einem Investor und einem Staat, einem ausländischen Investor und einem Staat, ist eine privatrechtlich oder wie auch immer einzuordnende Rechtsbeziehung. Sie ist jedenfalls keine völkerrechtliche Rechtsbeziehung im klassischen Sinne. Das soll reichen an dieser Stelle an Diskussion. Beispielsweise, wenn ein Gaststaat einem ausländischen Investor eine Konzession gewährt zur Förderung von Erdöl oder zum Abbau sonstiger Naturschätze, dann ist das, kann das innerstaatlich privatrechtlich erfolgen oder öffentlich-rechtlich. In Deutschland wäre es öffentlich-rechtlich, aber es gibt Staaten, in denen es privatrechtlich erfolgt. Wie auch immer das erfolgt, das ist jedenfalls keine völkerrechtliche Rechtsbeziehung, die da erwächst. Demgegenüber, das heißt, das Völkerrecht kann diese Rechtsbeziehung zugunsten des Investors dann auch nicht schützen. Demgegenüber steht der klassische bilaterale Investitionsschutzvertrag oder der internationale Investitionsschutzvertrag insgesamt, der als völkerrechtlicher Vertrag zwischen dem Heimatstaat des Investors und dem Gaststaat geschlossen wird und schützt inhaltlich als Vertrag zugunsten Dritter den privatrechtlichen Investor. Ob er hieraus eigene Rechte erfährt oder ob dies nur ein Rechtsreflex ist, darüber kann man streiten. Dogmatisch soll hier nicht zur Debatte primär
stehen die Schiedsgerichte gehen zunehmend davon aus, dass er eigene völkerrechtliche Rechte als Rechtssubjekt in dieser Rechtsbeziehung hat. Es geht bei der gegenwärtigen Diskussion nur und ausschließlich um diese Rechtsbeziehung. Es geht beispielsweise um TTIP, um einen Vertrag zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika als völkerrechtlichen Vertrag, durch den Investoren geschützt werden. Ja? Es geht nicht um die Contract-Beziehung, allerdings hat es darauf Auswirkungen, dazu komme ich später. Von diesen völkerrechtlichen Verträgen haben wir irgendwas über 3000, wo auch immer das ganz genau anzusiedeln ist. Wir haben Mitte der 1990er bis Mitte der 2000, Anfang 2000er Jahre den größten Anteil an neu abgeschlossenen Abkommen, das hängt mit dem damaligen Systemwechsel und Umbruch in der Welt zusammen, allerdings wird weiter werden Verträge abgeschlossen. Diese Verträge sehen ein Streitbeilegungssystem vor, als völkerrechtlichen Vertrag gewähren sie den Investoren neben materiellem Rechtsschutz auch die Möglichkeit, direkt vor einem internationalen Schiedsgericht Staaten den Gaststaat der Investition zu verklagen. Und das ist der Streitpunkt, um den es geht. Es gibt, bevor wir auf Einzelheiten eingehen, davon irgendwas über 600 Verfahren zwischenzeitlich. Allerdings muss man sehen, dass das eine Entwicklung ist, die erst ansetzte Ende der 1990er Jahre. Seither erst haben wir also noch nicht einmal 15 Jahre, so ungefähr 15 Jahre, haben wir die Entwicklung hin zu den über 600 Verfahren. Das ist also zwar ein bekanntes Rechtsschutzinstrument seit vielen Jahrzehnten, aber ein in Anspruch genommenes Rechtsschutzinstrument von Investoren erst seit relativ gesehen wenigen Jahren. Warum brauchen wir, was ist die Ratio völkerrechtlichen Investitionsschutzes, also der Treaty-Rechtsbeziehung im Gegensatz zur Contract-Rechtsbeziehung? Es geht primär darum, das ist die Grundidee, dass es zu einer Einschränkung staatlicher Souveränität kommt, als Investor, als Ausländer, als ausländischer Investor sich in einer fremden Rechtsordnung und Volkswirtschaft bewegt, unterliegt man dieser Rechtsordnung, das liegt auf der Hand. Nach klassischen Souveränitätsgrundsätzen hat der entsprechende Gaststaat jederzeit die Möglichkeit, diese Rechtsordnung zu ändern. Vorbehaltlich seiner eigenen Verfassungsrechtsordnung, das lassen wir außen vor. Und diese Rechtsänderung kann natürlich jederzeit so erfolgen, dass sie zulasten des Investors vorgenommen wird. Auslandsinvestitionen sind regelmäßig großvolumige und damit auch langfristige Investitionen. Das heißt, will man Investitionsattraktivität gewährleisten, braucht man einen auch langfristigen rechtlich begründeten Interessenschutz eines Investors. Das ist die Ratio, historisch jedenfalls, wie wir sie kennen. Und diese Möglichkeit der einseitigen Änderung einer Rechtslage kann nur das Völkerrecht bieten, denn das innerstaatliche Recht, wie gesagt, das ist innerstaatliche Angelegenheit des Staates. Es kommt hinzu, dass wir ein inhärentes Problem haben, das Völkerrecht verbietet nämlich nicht die Diskriminierung von Ausländern. Und das heißt, eine innerstaatliche Rechtsordnung kann ausländische, in unserem Fall Investoren, schlechter behandeln als inländische. Das ist als solches nicht rechtswidrig, es sei denn, es gibt einen völkerrechtlichen Vertrag, der das beschränkt. Überdies werden Auslandsinvestitionen größtenteils oder vielfach von juristischen Personen vorgenommen und juristische Personen erfahren kaum sonstigen Völkerrechtsschutz. Menschenrechte finden im Regelfall auf juristische Personen keine Anwendung. Einzige Ausnahme, Europäische Menschenrechtskonvention, aber dann eben nur im europäischen Kontext. Aber ansonsten, ich habe hier ein beispielhaftes Zitat der Inter-American Human Rights Commission angeführt, finden die großen völkerrechtlichen Menschenrechtsinstrumente auf juristische Personen keine Anwendung. Das entspricht auch der Regelung in Artikel 19.3 Grundgesetz, die Sie alle kennen, sofern Sie Juristen sind, wonach die Grundrechte des Grundgesetzes auf inländische juristische Personen Anwendung finden, wenn im Wesen gemäß und so weiter, aber eben nur auf inländische juristische Personen. Die ausländische juristische Person nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erfährt keinen Rechtsschutz, dem Wortlaut nach. Das Bundesverfassungsgericht hat das ein bisschen modifiziert, Prozessgrundrechte gelten.
Und der BGH hat im Rahmen für die Juristen seiner nicht unproblematischen Rechtsprechung zum enteignungsgleichen Eingriff dann aber auf einfach gesetzlicher Grundlage einen Eigentumsschutz für ausländische juristische Personen kreiert. Das ist aber nicht Verfassungsrecht. Im Ergebnis, de facto ist zwar auch in der Rechtsordnung so wie Deutschland, die ausländische juristische Person sozusagen wird nicht permanent diskriminiert und schlecht behandelt, de facto, aber die Jure, weil es wenn, dann nur einfachrechtliche Rechtsgarantien sind, ist es jederzeit möglich, sie substanziell schlechter zu stellen als die inländische juristische Person. Das muss man berücksichtigen bei dieser Diskussion. Vor diesem Hintergrund und anderen Gründen, die ich weiter ausführen will, haben wir seit 1959 völkerrechtliche Investitionsschutzabkommen, die sich entwickelt haben, in den 70er Jahren dann umfassende Klauseln zur Streitbeilegung auch und in den 90er Jahren und dann ab Ende der 90er eben ein Gebrauchen auch dieser Klausel. So viel vielleicht dazu. Ist das rechtsstaatlich problematisch, dem Grunde nach Investitionsschiedsgerichte zu betrauen mit der Durchsetzung völkerrechtlich garantierter Rechte von Investoren gegenüber Staaten aus der Perspektive des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland? Wir haben kein staatliches Rechtsprechungsmonopol. Es gibt keine verständige Rechtsprechung vom Verfassungsgerichtsvorschrift, die es gebietet, jeden Rechtsstreit vor ein staatliches Gericht zu bringen, Ausnahme Strafrecht, das lassen wir hier außen vor, kein Rechtsprechungsmonopol, es gibt auch keine Pflicht auf einen Instanzenzug, auch im innerstaatlichen Bereich reicht es aus, eine Rechtsschutzinstanz zu haben, auch hier ist das Strafrecht eine Ausnahme. Handelt es sich, dass das so ist, ergibt sich aus dem 10. Buch der ZPO die Schiedsgerichtsbarkeit auch einfach gesetzlich sehr umfangreich legitimiert. Ist das eine Übertragung von Hoheitsrechten, wenn private internationale Schiedsgerichte über auch öffentliche Interessen urteilen? Das wird man ablehnen müssen. Sofern es sich um Verfahren, wir brauchen ja mal ein anwendbares Verfahrensrecht, sogenannte Ad-Hoc-Verfahren handelt, im Rahmen von der Institutional Arbitration Rules oder der etablierten Schiedsinstitutionen wie der Internationalen Handelskammer in Paris oder der Stockholmer, dem Arbitration Institute der Stockholmer Handelskammer und so weiter, dann sind die Schiedssprüche, die dort ergehen, nicht sofort und unmittelbar vollstreckbar, sondern sie müssen in einem zweiten Schritt anerkannt werden von der jeweiligen nationalen Rechtsordnung, in der sie vollstreckt werden sollen. Soll also ein internationaler Schiedsspruch in Deutschland beispielsweise vollstreckt werden mit Gerichtsvollzieher und allem, was dazugehört, dann muss zunächst einmal beim örtlich zuständigen Oberlandesgericht ein Antrag auf Anerkennung dieses Schiedsspruchs gestellt werden. Die Bundesrepublik Deutschland ist völkerrechtlich verpflichtet, den Schiedsspruch anzuerkennen, nach dem sogenannten New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung von Schrecken ausländischer Schiedssprüche. Es sei denn, dieser Schiedsspruch widerspricht dem sogenannten Ordre Public, also fundamental, einfach gesagt, rechtsstaatlichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Und damit haben wir immer eine Kontrolle und damit eben keine Übertragung von Hoheitsrechten im Sinne einer unmittelbaren Einwirkung in den staatlichen Rechtsraum. Für das sogenannte ICSID-System, also das System nach der Konvention über das International Center for the Settlement of Investment Disputes, da ist etwas anders, weil die Schiedssprüche dort behandelt werden müssen wie innerstaatliche Urteile, es also keine Anerkennung im eigentlichen Sinne gibt. Darauf komme ich noch zurück. Aber insofern könnte man sagen, da wirkt ja Völkerrecht oder internationales Recht unmittelbar ohne zwischengeschalteten weiteren Akt in die innerstaatliche Rechtsordnung ein. Aber das ist nicht die klassische Idee der Übertragung von Hoheitsrechten, meine ich, da es hier um Rechtsprechung geht, also nur die Anwendung bereits gesetzten Rechts durch ein Gericht und nicht Rechtsetzung im eigentlichen oder Rechtsvollzug im eigentlichen Sinne. Okay, so viel ganz kurz und natürlich zu kurz zur Erinnerung oder ganz kurz nur zur Einstimmung in die Gesamtmaterie, jetzt zum Vorschlag der Kommission. Nochmals, bislang haben wir ein System einer mehr oder weniger ad hoc orientierten Schiedsgerichtsbarkeit. Das heißt, der Investor als Kläger hat das Recht, aus den entsprechenden Investitionsschutzverträgen
eine Klage einzureichen einem Gaststaat gegenüber, das Verfahren davor geschaltet und so weiter, das lassen wir außen vor. Dann kommt dieses Verfahren, wird dann durchgeführt von einem Schiedsgericht. Das Schiedsgericht wird benannt von den Streitparteien, das heißt der Kläger, der Investor als Kläger, benennt einen Schiedsrichter, der beklagte Staat benennt einen zweiten Schiedsrichter. Und dann ist das Modell variiert ein bisschen. Entweder die beiden ernannten Schiedsrichter oder beide Parteien einigen sich auf einen dritten Schiedsrichter, der der oder dieser ihrerseits Vorsitzender des Schiedsgerichts ist. Kommt es nicht zu einer Einigung, gibt es eine sogenannte Appointing Authority, also eine höher geordnete Stelle, die den Vorsitzenden Schiedsrichter, die Vorsitzende Schiedsrichterin benennt. Das ist oftmals entweder die Generalsekretärin des von ICSID in Washington, der Weltbank zugeordnet, oder der Generalsekretär der, des Haager Internationalen Schiedshofes oder auch mal der Präsident des Internationalen Gerichtshofes. Das variiert abhängig davon, wie es geregelt ist. Dieses Schiedsgericht fällt dann entweder nach den anwendbaren Ad-hoc-Regeln, unzitral oder nach den institutionalisierten Regeln der Stockholmer Handelskammer und so weiter, oder eben nach den Regeln der ICSID-Konvention sein Urteil, den Award, und dieser ist dann, wie dargestellt, vollstreckbar. Das, was kritisiert wird, ich habe es auch angeführt, ist, das sind parteienbenannte Schiedsrichter. Parteien sind de facto eigentlich die dahinterstehenden Anwälte und Anwaltskanzlei, und damit ist das sozusagen ein sich selbst profitpermanent verschaffendes System, in dem sich jeder neue Fälle für sich selbst immer wieder zuschaffert. So etwas übertrieben, polemisch formuliert, die Kritik, die vorgebracht würde. Das sind private Schiedsrichter, die keine öffentliche Legitimation erfahren. Darüber kann man diskutieren, aber das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt für die Reformvorschläge. Die Kommission legt, vereinfacht gesagt, jetzt einen Vorschlag vor, der zu einem Gerichtssystem führt. Terminologisch ist das wichtig, es wird nicht von einem Gericht oder Gerichtshof gesprochen, juristisch, das war auch in der Vortragsankündigung heute nur, damit es verständlich ist und aus sozusagen PR-Gesichtspunkten heraus gewählt, aber nicht im Sinne der juristischen Präzision. Die Kommission schlägt vor, ein ständiges, so permanent Gerichtssystem. Warum kein Gericht im eigentlichen Sinne? Es ist ganz einfach juristisch. Es hängt mit dem New Yorker Abkommen zusammen. Man will, ich werde das noch darstellen, im System des New Yorker Anerkennungs- und Vollstreckungsabkommens bleiben von 1958. Das New Yorker Abkommen zur Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen ist eben ein völkerrechtlicher Vertrag, gilt nahezu universell, alle Staaten mehr oder weniger der Welt haben ratifiziert. Das garantiert, dass Schiedssprüche vollstreckt werden, anerkannt und vollstreckt werden in anderen Staaten. Sozusagen, dass man mit einem Schiedsspruch auf die ganze Welt gehen kann und dort, wo man Assets findet, denn darum geht es immer, wenn der Schuldner, der Beklagte, Unterlegene nicht freiwillig zahlt, dann müssen sie in die Vollstreckung gehen, und Vollstreckung macht immer nur dann Sinn, wenn es irgendwo was zu holen gibt. Das ist ganz einfach, so ist die Realität. Also müssen sie gucken, wo es was zu holen gibt, und dazu muss man gegebenenfalls eine Weltreise machen. Und wenn es ein Schiedsspruch ist zwischen einem südkoreanischen Unternehmen und einem deutschen Unternehmen, sagen wir mal, das deutsche Unternehmen gewinnt, das südkoreanische Unternehmen verliert, muss zahlen. In Südkorea ist allerdings nichts mehr zu holen, weil das Unternehmen zwischenzeitlich pleite ist, in der Insolvenz. In Südkorea können sie nichts mehr vollstrecken. Aber es gibt noch ein Bankkonto dieses Unternehmens in Argentinien von mir aus, dann besteht die Möglichkeit, theoretisch, dass sie mit ihrem Schiedsspruch, der von einem Schiedsgericht, das in Paris tagte, zwischen einem deutschen und einem südkoreanischen Investor, mit diesem Schiedsspruch, dass sie nach Buenos Aires gehen und diesen dort anerkennen lassen, Argentinien muss ihn anerkennen, als Vertragspartei des New Yorker Übereinkommens, und sie können dann in der argentinischen Rechtsordnung diesen Schiedsspruch vollstrecken. Das ist sozusagen die Idee der ganzen Geschichte. Ist nichts Besonderes, seit 1958 machen wir das, ist also nichts Revolutionäres. Das ist wichtig,
sozusagen um die Attraktivität und den Rechtsschutzgedanken dieses Systems aufrechtzuerhalten. Und aus diesem System will man nicht raus, ob das geht oder nicht, ist eine andere Frage, aber zunächst mal will man drin bleiben. Ich komme darauf zurück. In einem vorgeschalteten Sinne schlägt die Kommission vor, soll möglichst viel Mediation stattfinden, also außerschiedsgerichtliche Streitbeilegung. Das ist modern und steht mittlerweile überall drin. Ich will nur darauf hinweisen, weil es auch nur so in der öffentlichen Debatte vorgehoben wird. Ja, eigentlich wollen wir gar nicht Schiedsgerichte, sondern wir wollen Mediation. Alles schön und gut, aber auch nach hiernach wird es nicht funktionieren. Das Grundproblem einer vorgeschalteten Mediation ist erstens, es handelt sich gar nicht um richtige Mediation. Mediation ist, wie Sie vielleicht wissen, machen wir im nächsten Semester noch Polizei- und Streitbeilegung, wenn es interessiert, von dem unter anderem Grundsatz der strikten Neutralität geprägt. Das heißt, und auch der des Nicht-Engagements des Mediators aktiv in dem Verfahren. Der Mediator ist immer passiv, er moderiert nur, aber er macht nie selbst Vorschläge zur Lösung des Konfliktes, sondern diese Vorschläge müssen eben von den Streitparteien selbst kommen. Das ist die Grundidee, während hingegen hier auch nach dem Kommissionsvorschlag der Mediator selbst Vorschläge machen kann und auch durchaus soll, also eine aktive Rolle einnehmen. Das ist keine richtige Mediation, es wird, weil es modern ist, immer so genannt. Insofern ist eher eine Conciliation, also eher ein Vergleich unter Einschaltung dritter Verhandlung. Warum kommt es so wenig zu Mediationsverfahren? Wir haben ganz, ganz wenige im Investitionsschutzbereich, auch in sonstigen Bereichen relativ wenige. Wir haben ein zentrales Anreizproblem, wenn Sie in einem nicht förmlichen Vergleichsverhandlungsverfahren, wenn das zu Erfolg führen soll, dann muss jede Partei offenlegen, alle Interessen, alle Argumente, alle Beweise und so weiter. Und dieses, denn sonst weiß man ja nicht, worüber man spricht. Warum streiten wir uns eigentlich, setzt voraus, die Erkenntnis, warum wir uns streiten, setzt voraus, dass wir beide offenlegen, was unsere Interessen und so weiter und so fort sind. Wenn die Mediation oder wie auch immer wir sie nennen, dann scheitert in einem späteren Zeitpunkt, bleibt für mich ja der Rechtsschutzweg vor einem internationalen Schiedsgericht oder einem nationalen Gericht. Wenn ich dann allerdings diesen Rechtsschutzweg bestreite und bereits alles Pulver verschossen habe, dann ist das nicht gut. Prozesstaktische Handlungen kann ich jetzt nicht mehr vornehmen, weil meine Gegenpartei schon alles weiß. Ich habe die Hosen einmal runtergelassen und dann kann ich sie wieder hochziehen, aber das bringt alles nichts, weil sozusagen der Witz ist schon bereits passiert. Und damit haben Sie ein zentrales Anreizproblem, was wir auch nicht in den Griff bekommen, in allen Systemen, die wir international diesbezüglich haben. Es gibt Wortlaut dazu, without prejudice to the legal position of either disputing parties, Artikel 6 von Annex 1 des Vorschlages, sagt dann auch nochmal, dass nichts, was gesagt wurde in dem Mediationsverfahren zu Lasten dieser Partei, die es gesagt hat, im späteren Streitbeilegungsverfahren benutzt werden darf. Das ist alles aber letztlich juristische Rhetorik, die faktisch keinen Unterschied macht. Würde ich nicht skeptisch, ob das funktioniert. Aber das ist ein grundsätzliches Problem. Okay. Kurz ein weiterer Hinweis, nur ist nichts Revolutionäres, weil konsequent nur, genauso wie in CETA auch schon und in Singapur und so weiter, findet sich natürlich auch hier das einseitige beklagte Bestimmungsrecht der Kommission. Das resultiert daraus, dass wir mittlerweile eine EU-Kompetenz für Investitionsschutz haben, aber noch sehr stark im dezentralen Verwaltungsvollzugssystem der Europäischen Union mitgliedstaatliches Handeln. Es sind ja die Mitgliedstaaten, in denen weiterhin investiert wird, wenn man so will, die mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen, in denen der amerikanische Investor tätig ist und die mitgliedstaatlichen Rechtsverordnungen gegebenenfalls den ausländischen Investor dann negativ beeinträchtigen in seinem Interesse. Und die Frage ist dann, wer ist denn dann völkerrechtlich verantwortlich, wenn es zu einer behaupteten oder tatsächlichen Rechtsverletzung kommt, beziehungsweise in einem zweiten Schritt, wer ist der Beklagte? Die Kommission hat hierzu eine interne vorgeschlagen, das ist auch verabschiedet worden, die Verordnung 912 aus 2014, und die sieht vor, dass die Kommission darüber entscheiden kann, wer der richtige Beklagte ist. Wenn also, sagen wir mal, ein amerikanischer Investor später irgendwann mal, wenn es in Kraft getreten ist, die Bundesrepublik Deutschland verklagt, dann muss die Kommission davon informiert werden und die Kommission hat dann die Möglichkeit zu sagen, wir treten als Beklagter auf die Europäische Union und nicht die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Das hängt aus diesem komplizierten Kompetenzverteilungssystem zusammen zwischen EU und Mitgliedstaaten.
Das nur als Hinweis, das ist nicht unser Thema. Im Verfahren selbst sieht die Kommission zunächst einmal vor, weiterhin die klassischen schiedsgerichtlichen Verfahren, die wir aus dem Investitionsschutzbereich kennen, also das Verfahren nach der sogenannten ICSID-Konvention, der Konvention der Washington Convention on International Settlement of Disputes, die Anwendbarkeit der sogenannten ICSID-Konvention setzt immer voraus, dass der Heimatstaat des Investors, also des Klägers, und der Gaststaat der Investition, der Beklagte ist, beide die ICSID-Konvention ratifiziert haben als Staat. Nur dann kann das eigentliche ICSID-Verfahren Anwendung finden, sofern einer der beiden, also entweder der Heimatstaat des Investors oder der Gaststaat der Investition nicht Vertragspartei ist, kann, wenn überhaupt, über ein sogenanntes Additional Facility-Verfahren Anwendung finden. Dort stellt ICSID sozusagen ein Schiedsverfahren zur Verfügung, das aber kein eigenständiges ICSID-Verfahren ist. Der zentrale Unterschied: Die Schiedssprüche, die nach ICSID ergehen, also in einem richtigen ICSID-Verfahren, sind, wie bereits genannt, unmittelbar vollstreckbar. Sie werden behandelt wie innerstaatliche Gerichtsurteile. Es gibt also keine Anwendbarkeit der New Yorker Konvention und auch keine Anwendbarkeit nationalen Verfahrensrechts während eines Schiedsverfahrens. Kurzer Einschub nochmal, weil Sie alle noch nicht Schiedsverfahrensrecht gemacht haben, wahrscheinlich. Wir machen jetzt mal ein Investitionsverfahren. Wir haben einen deutschen Investor, der ein Schiedsverfahren gegen, nehmen wir Spanien, weil die im Augenblick am meisten beklagt sind, aufgrund von Subventionskürzungen im Solarbereich. Also ein deutscher Investor, das ist real, verklagt, E.ON ist das konkret beispielsweise, das sind auch einige Stadtwerke, verklagt Spanien, das Königreich Spanien, vor einem internationalen Schiedsgericht. Wir sagen mal, dieses Schiedsgericht tagt in Washington. Dann findet auf das Verfahren nach ICSID-Konvention, dann findet auf dieses Verfahren vor dem Schiedsgericht nur die ICSID-Konvention Anwendung. Kommt es dazu, dass dieses Verfahren wo auch immer es stattfindet, das fällt mir gerade kein gutes Beispiel ein. Das Verfahren findet statt in, keine Ahnung, ist egal, also in einem Staat X, der nicht Vertragspartei der ICSID-Konvention ist, gegen einen Staat, dann findet das Verfahren, sagen wir mal, es ist ein Additional Facility-Verfahren, oder es ist ein Unzitral-Verfahren, dann finden die Regeln von nach Unzitral Anwendung. Entschuldigung, wir machen es nochmal anders. Sorry. Wir bleiben bei unserem Beispielsfall. Der deutsche Investor verklagt Spanien, aber jetzt nicht nach ICSID, sondern er wählt als anwendbares Recht, das kann der Investor in diesem Beispielsfall nach dem Energiekartenvertrag, Unzitral. Er entscheidet sich dazu, dass Unzitral Regeln Anwendung fällt, nicht ICSID. Und das Schiedsgericht tagt in Deutschland, ja, in Frankfurt. Dann findet auch dieses Schiedsverfahren, finden die unzitralen Verfahrensregeln Anwendung, das ist vereinbart, und zusätzlich findet auf das Verfahren bezogen die ZPO, die Zivilprozessordnung der Bundesrepublik Deutschland, Anwendung, im Hinblick auf restriktive Einzelfragen. Das heißt beispielsweise, dass der Investor oder der Staat einer der beiden Streitparteien die Benennung der Schiedsrichter angreifen kann, weil sie korrupt sind. Ja, die Behauptung, der Schiedsrichter ist korrupt, der hat Geld genommen, könnte angegriffen werden vor einem deutschen zuständigen Oberlandesgericht nach den Regeln der ZPO in Ergänzung zu dem Verfahrensrecht, das Anwendung findet. Das würde in dem ICSID-Verfahren nicht gehen. Das ist eben Additional Facility, dafür gilt das auch. Unzitral ebenso oder andere nach Vereinbarung. Die Kommission legt fest, dass die Zustimmung zu dem Schiedsverfahren durch die EU und die Einreichung der Schiedsklage Agreement in Writing nach der New Yorker Konvention sein sollen. Das war immer mal strittig, ob in einem solchen System, in dem die Staaten, Heimatstaat und Gaststaat, etwas vereinbaren und dann der Kläger kommt und sozusagen das gewährte Recht einfach nur in Anspruch nimmt, ob das
eine Schiedsvereinbarung tatsächlich ist, im Sinne der New Yorker Konvention. Das geht auf unseren Vorschlag bezogen noch einen weiter. Wir haben ja nachher, das werden Sie sehen, kein System mehr von ad hoc genannten Richtern, sondern Richterbänke, also feststehende Gerichte, die in Anspruch genommen werden. Und auch hier stellt sich die Frage, ob das eigentlich noch ein Schiedsspruch ist, der daraus erwächst, im Sinne der New Yorker Konvention. Das ist schon früher immer mal strittig gewesen. Wir hatten ähnliche Situationen, Iran-US Claims Tribunal. Da gab es mal ein ähnliches System und nationale Gerichte haben sich gestritten. Man will nochmal hier auch klarstellen, die New Yorker Konvention findet Anwendung. Weitreichende Transparenzregeln, das ist nichts Neues, das haben wir auch jetzt schon in CETA und so weiter. Das ist auch Standard, davon kann gar nicht mehr abgewichen werden. Third-Party-Funding ist offen zu legen, also Prozessfinanzierung durch Dritte. Das ist ein interessantes, sehr umstrittenes Thema. Als Kläger lassen Sie sich finanzieren, indem Sie Ihre Ansprüche verkaufen. Und ein Prozessfinanzierer, der als Investor Ihren Prozess finanziert, erhält dann im Obsiegensfall so und so viel Prozent aus der Schadensersatzsumme. Das ist offen zu legen, damit gegebenenfalls ein interessengeleitetes taktisches Prozessverhalten ersehen wird. Und dann kommt das Entscheidende, eben ein Richtertribunal erster Instanz und dann auch zweiter Instanz wird eingerichtet, soll eingerichtet werden. Der Vorschlag ist 15 Richter, 5 werden von der EU ernannt, 5 mit Staatsangehörigkeit EU, 5 USA, 5 aus Drittstaaten. Da kann man schon eine erste Frage stellen, ob nicht hier die EU inhärent benachteiligt wird, denn sie ist eben doch kein einheitlicher Staat. Und wenn es nur 5 aus der EU sind, stellt sich erstens die Frage, die in der EU an solcher Stelle immer gestellt wird, wo sollen die herkommen? Und es ist was anderes, vielleicht, ob man sozusagen aus Griechenland kommt, ich nehme bewusst diesen Fall, und in einem Schiedsverfahren sitzt, das ein deutscher Investor durchführt, oder ob man als Amerikaner in einem Verfahren sitzt, das ein amerikanischer Investor durchführt. Darüber kann man streiten. Ja, ich würde das Problem nur aufweisen. Ansonsten ist das Modell eine ungerade Anzahl, eine zweite ungerade Anzahl jeweils aus den Vertragsparteien und dann eine ungerade Anzahl aus Dritten. Das Modell, was bis auf den Jade-Vertrag zurückgeht, also Beginn der modernen Streitbeilegung Ende des 18. Jahrhunderts. Zu ernennen sein sollen die Richter von einem Ausschuss. Es wird einen Ausschuss unter TTIP geben, das ist in anderen Handelsabkommen auch so vorgesehen, der aus den Vertragsparteien, also aus Regierungsvertretern der Vertragsparteien zusammengesetzt ist. Diese bestimmen dann und wählen insgesamt die 15 Richter. Qualifikationsanforderungen, die sollen schon Völkerrecht können und möglichst, Völkerrecht ist Voraussetzung, und dann möglichst auch Investitionsschutzrecht, das allerdings schon nur möglichst. Ich komme darauf zurück, Sie werden sehen, dass das Problem bereitet. Ansonsten sind die Qualifikationsanforderungen entsprechend abgeschrieben aus dem IGH-Statut, die wir also für internationale Richter insgesamt haben. Auch wenn damit die Neutralität und Spezialisierung der Richter dem ersten Anschein nach gewährleistet ist, haben wir natürlich das Problem, wir haben hier politische Entscheidungen. Allein die Frage, wer die 5 aus der EU sind, wird, das ist absehbar, zu einem Hauen und Stechen hinter den Kulissen auf rein politischer Ebene zwischen den Mitgliedstaaten führen. Das ist so, das ist immer so bei Personalentscheidungen. Insofern bin ich persönlich immer skeptisch bei diesen Auswahlverfahren, weil ich zum Teil auch weiß, wie sie funktionieren. Es hat nicht primär etwas mit Qualifikationen im eigentlich inhaltlich juristischen Sinne zu tun, sondern ist sehr stark eben auch von politischer Präferenz und regional und Proporz und anderen. Okay. Es gibt dann, soll zweitens eine Berufungsinstanz geben, auch wieder 6 Richter, wieder 222-Modell mit 6 Jahre Dienstzeit, einmalige Verlängerungsmöglichkeit, auch das ist ein Problem, Verlängerungsmöglichkeiten sind immer, haben Bürger die Gefahr, in sich falsche Anreize zu setzen, wenn die Verlängerungsentscheidung in einem halben Jahr ist, wie als Schiedsrichter oder als Richter heute den Fall zu entscheiden haben, dann überlegt man sich schon, wer über seine Verlängerung entscheidet. Das ist inhärent und lässt sich nicht vermeiden. Okay, wie real das ist, wissen wir nicht, aber ich erinnere nur daran, dass auch die Bundesrepublik Deutschland gerne
immer mal wieder bei Regierungswechseln ihre Richter am EuGH austauscht. Wir hatten sehr prominent beim später dann Präsidenten des Bundesgerichtshofes Hirsch. Da ist ein Regierungswechsel und dann steht der Richter gerade zur Wiederwahl an. Gefällt einem aber nicht, weil er rot oder schwarz ist oder wie auch immer. Und dann gibt es eben einen neuen Richter. Das ist problematisch. Ja. Sowohl in der ersten Instanz wie auch in der zweiten Instanz sollten Kammern entschieden werden von jeweils drei Richtern, 1-1-1, also ein jeweiliger Staatsangehöriger, ein unabhängiger Richter. Wie schon an dieser Stelle zeigt sich für die Spezialisten unter Ihnen, dass woher das System kommt, das ist fast 1:1 das WTO-Streitbeilegungssystem. Wir haben es genauso im WTO-Bereich, Dreier-Panels, in der Zusammensetzung, zwar nicht mit der Nationalität, aber von der Grundidee her, das ist sehr stark das WTO-System. Und das zeigt sich hier auch nochmal. Auf der ersten Ebene, also der Richter, der 15, soll die Belohnung, die Bezahlung so erfolgen, dass es ein Bereithaltungshonorar, Retainer-Fee gibt. 2000 Euro im Monat schlägt die EU vor. Also damit ist noch keine Arbeit verbunden, sondern einfach nur, um jederzeit bereit zu sein, hier ein Verfahren durchzuführen. Kommt es dann zu einem Verfahren und einer entsprechenden Benennung, das erfolgt nach einem Rotationssystem, dann kommen zusätzlich die normalen Honorare nach Exit-Regeln hinzu. Das sind gegenwärtig 3000 US-Dollar für einen 8-Stunden-Tag, was nicht viel ist, um das deutlich zu sagen. In der Handelsschiedsgerichtsbarkeit können Sie wesentlich mehr verdienen. Das ist nach 375 US-Dollar pro Stunde ist nicht viel in diesem Bereich, in dem wir hier aus juristisch leben. Das Ganze soll durch Exit administriert werden, aber wie gesagt, jedenfalls 2000 Euro soll es geben. Warum das möglicherweise, ob sich das viel oder wenig anhört oder ist, darüber kann man streiten, aber dass es möglicherweise gar nicht viel ist, wird sich gleich ergeben, wenn man jetzt schaut, welche berufsethischen Pflichten damit verbunden sind, insbesondere das Problem der Unabhängigkeit. Und an der Stelle wird die Kommission am intensivsten noch nacharbeiten müssen. They shall not be affiliated with any government. Das würde nach diesem Wortlaut ausschließen, dass Herr Hanschel und ich oder sonst jemand, der Beamter ist, hier tätig wird. Das ist nicht so gemeint. Aber wir haben das da reingeschrieben. Also ich würde in aller Deutlichkeit sagen, dass wir beide affiliated with the government sind als Beamter. Natürlich, jetzt Beamte auch mit entsprechenden Treuepflichten und so weiter, kennen Sie alles aus der Verfassung. Das ist nicht so gemeint. Die wollen durchaus Professoren haben, als einmal, ich sage das so bewusst, Professoren, nicht weil wir Professoren sind, sondern weil Sie, wenn Sie den nächsten Satz sehen werden, sehen, wie die Intention ist. Die Intention ist nämlich, eine Berufsgruppe vollständig auszuschließen. Und das sind Anwälte. They shall refrain from acting as counsel in any pending or new investment protection dispute. Und jetzt, under this or any other agreement or domestic law. Das ist nichts anderes und Minister Gabriel hat das auch gesagt von sich aus. Das steht im Entwurf des BMWI zum neuen Musterabkommen. Es geht um alles Mögliche, aber eins ist zentral, es dürfen keine Anwälte mehr Richter sein, Schiedsrichter sein. Ich halte das für problematisch, auch rechtsstaatlich für problematisch, weil Anwälte Organe der Rechtspflege sind. Das haben wir immer so gesehen und auch international. Und dort ist die Expertise. Aber das ist politisch gewollt. Ja? Man will keine Anwälte mehr haben. Ich halte das für wirklich sehr problematisch im Hinblick auf die Qualität auch internationaler Rechtsprechung. Denn man muss schon schauen, wo die Expertise ist. Und die ist nicht bei Amtsgerichten oder einem Familiensenat, einem CDB oder wo auch immer. They shall avoid direct or indirect conflict of interest. Das ist das größte Problem. Neben den Anwälten diese Formulierung. Wir haben deswegen auch nochmal auf die 2000 Euro bezogen. Also wenn Sie ernannt sind, dann müssen Sie alles vermeiden, was zu Direct Indirect Conflict Interest führt. Wir haben eine sehr intensive Rechtsprechung mittlerweile in der Schiedsgerichtsbarkeit, sowohl in der Handels- wie auch in der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, die dazu führt, dass schon das Schreiben eines Aufsatzes vor 10 Jahren einen Issue-Konflikt begründen kann. Ja? Sie haben einen Aufsatz geschrieben als Anwalt oder als Professor oder als junger wissenschaftlicher Mitarbeiter vor 10 Jahren, den veröffentlicht in Beiträgen zum transnationalen Wirtschaftsrecht oder sonst irgendwo und werden 10 Jahre später zu einem als Schiedsrichter ernannt und haben damit einen Issue-Konflikt möglicherweise. Insbesondere US-amerikanische Kanzleien, das ist nicht abwertend oder diskriminierend gemeint, sind sehr aggressiv diesbezüglich.
diesbezüglich und lehnten dann Schiedsrichter ab. Und wir haben die entsprechende Rechtsprechung. Das wird gescreent. Jeder Satz, den Sie geschrieben haben, jedes Komma, das Sie gesetzt haben in einem Aufsatz im akademischen Bereich, wird gescreent und das wird Ihnen vorgehalten. Und es wird gesagt, du hast doch das mal vertreten. Warum? Wie kannst du heute neutral über diese vergleichbare Rechtsfrage, wenn Sie auch noch so weit entfernt sind? Das bedeutet im Ergebnis, nehmen wir mal das Beispiel der Professuren, dass Sie erstens, wenn Sie mal irgendwas zu Investitionsschutz geschrieben haben, eigentlich ohnehin schon nicht qualifiziert sind. Zweitens, dass wenn Sie sich auf die Liste setzen lassen und 2.000 Euro zusätzlich zu Ihrem Professorengehalt bekommen, Sie nichts mehr schreiben dürfen diesbezüglich. Und auch das Anreiz genug ist, dann 2.000 zu, im Verhältnis dazu ist wirklich problematisch und fraglich. Man kann darüber diskutieren. Im Ergebnis stellt sich, und das ist der zentrale Punkt, die Frage, wo sollen die qualifizierten Schiedsrichter noch herkommen? In hochkomplexen Fällen mit wirtschaftlichen, völkerrechtlichen, investitionsschutzrechtlichen Sachverstand ausgestattet. Das ist die Frage, die unbeantwortet ist. Gegenwärtig, ich persönlich bin skeptisch. Ansonsten ist das, was niedergelegt ist, entspricht dem, was ohnehin schon internationaler Standard ist. Hier sind insbesondere die ABA-Guidelines und Conflict of Interest und Financial Arbitration zu nennen, die das ohnehin schon vorgeben und zu nahezu 100% der Schiedsgerichtsbarkeit auch angesagt werden. Die Verfahren 3 Richter pro Kammer, Einzelrichter ist möglich, Zuweisung der Fälle nach Rotationsprinzip. Auch hier, wie gesagt, reines Rotationsprinzip. Gegenwärtig haben wir die Möglichkeit zu sagen, ich habe einen Konflikt, der spielt sich im Bergrecht ab. Ja? Und damit suche ich einen Schiedsrichter, der schon mal mit Bergrecht irgendwas zu tun gehabt hat. Das macht Sinn für die Parteien im Interesse, das ist auch ein Element der Schiedsgerichtsbarkeit. Das ist hier nicht mehr garantiert und gegeben, weil es ein normales Rotationsprinzip ist. Das anwendbare Recht, so wird es geregelt, ist ausschließlich Völkerrecht, innerstaatliches Recht nur als Fact. Das ist die Konzession an das Gutachten 2 aus 2013 vom EuGH, der gesagt hat, wie Sie vielleicht wissen, dass ein internationales Gericht nie und nimmer über EU-Recht urteilen darf. Und das versucht man durch diese Rechtswahlklausel klar zum Ausdruck zu bringen. Ja, kurze Fußnote. Im bisherigen Schiedsverfahren argumentiert die Kommission, dass EU-Recht immer anwendbar ist, und zwar dann gegebenenfalls auch entweder als Lex Specialis oder als Lex Posterior gegenüber einem Investitionsschutzvertrag, also mit Vorrangwirkung sogar nach Wiener Vertragsrechtskonvention, damit EU-rechtlichen Wertungen in das Schiedsverfahren kommen und nicht die völkerrechtlichen, wie im sonstigen Völkerrechtlichen. Ich halte das ohnehin für falsch, aber die Kommission argumentiert das so, aber wie gesagt, der EuGH hat da jetzt einen Strich. Berufungstribunal erlässt, das erstinstanzliche Tribunal erlässt einen Provisional Award. Warum nur ein Provisional Award? Warum nicht ein Award, der dann in die Revision oder Berufung geht? Damit will man im Exit-Recht bleiben und keinen Exit-Verstoß provozieren. Exit sieht vor, dass ein Award nach Exit nicht mehr überprüft werden darf. Ich hatte das gesagt, wird behandelt wie ein innerstaatliches Urteil, darf nicht mehr überprüft werden. Wenn man eine zweite Instanz einführt, dann wird ja überprüft. Das will man vermeiden durch den Trick, dass man sagt, dass die erste Instanz erlässt noch gar kein Urteil, sondern nur ein Provisional Award. Und dann geht es in eine Überprüfung. Der Provisional Award geht in eine Überprüfung und erst in der Berufung. Und das Ergebnis ist dann ein Final Award, der ja dann nicht mehr überprüft wird. Der wurde ja schon überprüft. Das ist der Trick sozusagen, mit dem man versucht, die Exit-Konformität herzustellen. Es gibt sehr strenge Fristenvorgaben, auch die realistische ist eine andere Frage, das WTO-Recht, was hier angewandt wurde. Final Award, bindend wie ein innerstaatliches Urteil, und das ist wichtig. Das heißt, auf die Wirkung bezogen nimmt man jetzt das, was Exit schon vorsieht. Ja? Und damit, ich hatte schon gesagt, eigentlich will man im New Yorker Recht bleiben, des New Yorker Übereinkommens. Den Award macht man jetzt aber endgültig. So, und jetzt stellt sich folgende Frage, was soll das? Also das bedeutet im Verhältnis, der bilateralen Verhältnis der Parteien, in unserem Fall EU-USA, ist der Award unmittelbar vollstreckbar. Der ist nicht mehr innerstaatlich überprüfbar nach New Yorker Vollstreckungsabkommen. Drittstaaten kann man natürlich nicht binden. Also wenn Sie das in die Assets als, sagen wir mal, deutscher Kläger, der gewonnen hat gegen die USA, in den USA selbst,
aus welchen Gründen auch immer, haben sie Schwierigkeiten zu vollstrecken oder wollen das vielleicht nicht aus politischen Gründen. Sie gehen also wieder nach Argentinien, das ist auch nicht so, aber sie, sie finden irgendwo Assets, an die es leichter ranzukommen ist. Dann ist dieser Drittstaat, in dessen Rechtsordnung die Vollstreckung stattfindet, natürlich nicht gebunden an TTIP oder was auch immer. Das heißt, für diesen ist es dann ein normales New Yorker-Recht, das zur Anwendung kommt. Das heißt, der Drittstaat kann den Award überprüfen nach Ordre Publique. Und damit kommen wir so auseinanderfallen der Situation. Die Kommission ist selbst unglücklich damit. Ich habe das gerade letzte Woche mit einem Kommissionsvertreter diskutiert, der das gemerkt hat, dass da doch ein großes Problem ist. Und wir haben das auch selbst schon vorher gemerkt. Die versuchen das vielleicht durch eine Selbstfindung noch hinzukriegen, aber weiß noch nicht. Also das ist ein ungelöstes rechtstechnisches Problem. Insgesamt, ich komme zur Bewertung, 2 Minuten noch. Wir haben eine weitreichende Anlehnung ans WTO-System. Damit verbunden haben wir Probleme, dass bei so einem festen Richtersystem, was sehr darauf ausgelegt ist, man muss die kennen und das ist dann ein eingespieltes System, kommt es, dass nicht so immens viele Fälle wie innerstaatliche Rechtsschutzsysteme kreieren wird, kommt es sehr schnell zu einer Monopolisierung derjenigen, die den Rechtsschutz als Anwaltsvertreter durchführen. Das ist ein WTO-System sehr radikal, mehr oder weniger nur eine Kanzlei, das ist nicht ganz richtig, die WTO-Streitbeilegung machen. Es gibt noch so ein paar Boutiquen da, die so Spezialbereiche behandeln, aber wir haben es sehr stark. Und das werden wir sehen, da würde ich garantieren, auch in einem solchen System, eine Monopolisierung, insbesondere durch eine finanzkräftige US-Kanzlei, die Kläger und Beklagten vertritt. Und das ist eigentlich das, was wir gerade nicht wollen. Wir haben die Unklarheit der New Yorker Konvention. Wir haben insgesamt wenige, wir verlieren Kontrollmöglichkeiten durch dieses System im Verhältnis zum gegenwärtigen System. Auf die EU bezogen. Erstens, die EU ist keine Exit-Vertragspartei. Das heißt, auf die EU bezogen gegenwärtig, wenn die EU verklagt werden sollte, beispielsweise nach dem Energiekartenvertrag, kann nie richtiges Exit-Recht zur Anwendung kommen, sondern immer nur Additional Facility oder irgendwas anderes. Das heißt, wir haben immer die New York-Überprüfungsmöglichkeit. Zweitens, wir haben auch dann eben immer die Lex Arbitri, die zur Anwendung kommt. Innerhalb, also ein Schiedsverfahren in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, wo beispielsweise die ZPO Anwendung findet, ist nach Rechtsprechung des EuGH, muss der nationale Richter, der dann das, dazu berufen ist, zu urteilen, natürlich aufgrund von Anwendungsvorhaben auch immer EU-Recht mit berücksichtigen. Also auch hier haben wir EU-rechtliche Wertungen, die immer mit einer Rolle spielen müssen. Das schließen wir aus. Mit dem neuen System, weil es keine Lex Arbitri geben wird. Und gegenwärtig, darüber kann man streiten, aber findet die EU-Recht vielleicht auch materiellrechtlich sogar Anwendung. Das wird durch die genannte Rechtswahlklausel auch ausgeschlossen. Ich bin skeptisch. Also ich glaube, wir schießen uns ins eigene Knie, die Europäische Union. Gegenwärtige Rechtsüberprüfungsmöglichkeiten im Hinblick auf zentrale EU-Rechts- und damit auch mitgliedstaatliche Interessen sind wesentlich stärker nach dem alten System. Die Gefangenheitsgründe für Richter, die hier genannt sind, sind nicht adäquat, das funktioniert nicht, da bleibt keiner mehr übrig, der das machen kann, ich hatte es erwähnt. Ich bin skeptisch im Hinblick auf die demokratische Legitimation, die Richter werden benannt durch einen Ausschuss, das ist reine Exekutive, da ist ein Parlament überhaupt nicht mehr beteiligt bei den Personen. Die Kommission will ein multilaterales System, die soll nur eine Idee, ein Vorschlag sein, ein erster Anstoß für eine internationale Diskussion, das liegt in weiter Ferne, aber die Vorstellung ist, dass wir irgendwann ein multilaterales Gerichtssystem haben. Das Recht allerdings bleibt natürlich weiterhin materiell bilaterales Recht, insofern ist fraglich, ob wir jemals zu einem wirklich einheitlichen Rechtsschutzsystem kommen. Dass die USA dieses System akzeptieren werden, ist mehr als fraglich. Wie Sie vielleicht wissen, haben die USA gerade TPP, das Trans-Pacific Partnership, abgeschlossen, erfolgreich. Aus dem Kraft treten wird es eine andere Frage. Dort finden sich Artikel 9.17 folgende klassisches Investitionsschutzrechtssystem, Rechtsschutzsystem, so wie wir es kennen. Ein bisschen modifiziert, angepasst an moderne Herausforderungen, aber im Grunde nach ein klassisches altes Investitionsschutzsystem. Welche Konsequenzen all das, was ich vorgestellt habe, heute auf CETA hat? Der Vertrag liegt ja schon vor, weiß keiner. Das ist ein Dilemma. Also da hat man sich wirklich politisch an die Wand gefahren. Und schließlich
selbst wenn das, was in wirklich Zukunftsmusik ist, mal irgendwann in Kraft treten sollte, dann bleibt folgendes Problem. Für Investoren stellt sich die Frage, ob dieses wirklich attraktiver ist als Rechtsschutzsystem. Und im Zweifelsfall müssen Investoren darauf auch gar nicht zurückgreifen, denn sie haben immer noch die Möglichkeit, einen Contract zu zeichnen. Das heißt, eine privatrechtliche Beziehung zu ihrem Gaststaat der Investition einzugehen. Das Recht kann niemanden dem Investor verwehren. Und ein solcher Contract wird eine Schiedsklausel enthalten zu einem privaten Schiedsgericht. Und damit sind wir wieder im alten System. Nur ist das dann tatsächlich nicht transparent, denn da finden keine völkerrechtlichen Transparenzregeln Anwendung. Dort haben wir keine sonstigen rechtspolitischen Einflussmöglichkeiten. Dort haben wir ungleiche Verhandlungssituationen, in denen nämlich starke Investoren, Großkonzerne, ihre Interessen wesentlich leichter durchsetzen können in einer rein bilateralen Contract-Vertragsverhandlungsbeziehung, als es zwischen Staaten der Fall ist. Das ist ein Problem auf kleine und mittelständische Unternehmen bezogen, die nicht diese Verhandlungsmacht haben. Als kleines mittelständisches Unternehmen ist es schwierig, mit der US-amerikanischen Regierung zu verhandeln. Als Siemens ist das vielleicht schon leichter. Und es ist, wenn wir mal den transatlantischen Bereich verlassen und zu Entwicklungsländern wenden, für Entwicklungsländer ein Problem. Denn Siemens, das ist jetzt nicht auf Siemens bezogen, ein großes multinationales, ein Weltunternehmen, hat die Macht, einen kleinen Staat als Entwicklungsland in die Knie zu zwingen in Vertragsverhandlungen und zu sagen, das sind meine Bedingungen, die will ich haben, sonst komme ich nicht. Dem kann ein Entwicklungsland nichts entgegensetzen und das ist schwierig und problematisch auch auf die Entwicklungsproblematik bezogen. Insofern ist die Flucht in Contracts, wäre das denkbar Schlechteste. Damit sind wir wieder im 19. Jahrhundert, aber nicht mehr in einem modernen Völkerrechtssystem. Insgesamt sehen Sie eine gewisse Skepsis meinerseits, die aus den vorliegenden Vorschlägen resultiert, weniger eine rechtspolitische Skepsis als vielmehr eine anhand der juristischen Realität